Miss Recha? Miss Recha! Oh, hey Crow, was soll denn die Eile? Du bist ja ganz außer Atem. Miss Recha, schaut euch das an! Miss Recha, das ist... Guru. Oh Mann. Ich habe danach gesucht, aber es war so schmutzig. Ich muss es reparieren. Goro! Goro? Schau, Luca. Wir haben dein Goro wiedergefunden. Goro ist ganz schmutzig. Keine Sorge, ich werde ihn für dich reparieren. Yay! Goro? Oh, ich habe vergessen, das ist das erste Mal, dass du Goro triffst. Mom hat den für mich gemacht. Es war ein Ersatz für dich. Was? Aber ich habe gar kein so lustiges Gesicht. Hey, sag das nicht. Mom hat lange Zeit damit verbracht. Nun, hört auf zu streiten. Du hast Goro für mich gemacht, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ich weiß, dass du jede Nacht wach geblieben bist, um das für mich zu machen. Denn ich war einsam, nachdem Klein Leika weg war. Deswegen war ich so glücklich, als ich ihn bekam. Das war alles, was ich tun konnte, als ich klein war. Aber als ich größer wurde, bemerkte ich, dass das Beste, was ich tun könnte, um mich aufzumuntern, ich konnte ihn nicht mehr ansehen, als Mom anfing, kalt mir gegenüber zu werden. Ich versuchte mir selbst zu sagen, dass dies nur ein Stofftier war, dass es mir nichts bedeutete. Wirklich? Es tut mir leid, Mom. Ich war wirklich glücklich. Ich war so glücklich, dass ich nicht einmal wusste, was ich sagen sollte. Aber ich habe dir nie meine Dankbarkeit gezeigt. Danke, Mom. Danke, dass du Goro für mich gemacht hast. Ich konnte weitermachen wegen Goro. Goro war derjenige, der mich aufgemuntert hatte, als ich einsam war. Goro hat mich immer aufgemuntert. Deswegen konnte ich glücklich leben. Also, danke. Und es tut mir leid, dass ich dir das niemals gesagt habe. Luca. Gute Arbeit, Goro. Ich bin so froh. Goro ist... Oh, Goro ist zu einem Mädchen geworden. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hey, was ist los, Goro? Es war zu schmerzhaft, das zu sein, was ich bin. Also habe ich mich in diese Form verwandelt, um zu fliehen. Oh, das ist passiert. Das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Nein, es tut mir leid, dass ich dich das durchleben lassen habe. Es tut mir wirklich leid. Ich habe versucht, dem Ganzen nicht ins Gesicht zu sehen, dass Luca eventuell von der Grand Belle mitgenommen wird. Deswegen habe ich eine Distanz zwischen ihr und mir aufgebaut. Ich dachte, ich würde das für sie tun. Aber ich habe nur versucht zu fliehen, damit ich dem nicht ins Gesicht sehen muss. Du siehst mich immer noch als Goro an, obwohl ich so aussehe? Natürlich, du siehst niedlich aus. Nee. Es tut mir leid, dass ich dich das alles durchmachen lassen habe. Nun geh und ruh dich für heute Nacht aus, okay? Ich werde ein Schlaflied für dich singen. Oh. Nenne Kororia, Yozora no Tsuki yo, Izuko. Miss Recha, das Schlaflied. Sie erinnert sich. Ja, sie weint nicht mehr.
Ich dachte, ich würde es niemals wieder hören. Hast du das für mich getan? Ja, hab ich. Danke. Danke vielmals. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich das hören wollte. Wie lange ich darauf gewartet habe, das zu hören. Nun kann ich einschlafen. Ich danke dir so sehr. Scheint, als wäre sie jetzt eingeschlafen. Gut. Was war das? Ich bin Leonide Bell. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag kommt. Der Tag, an dem ich entsiegelt werde. Leonide Bell? Ja. Meine Aufgabe ist, die, irgendwie die Seele wieder zu vereinen. Ich werde diese Glocke klingeln lassen, um alle Seelen zu reinigen und nochmal von vorne zu beginnen. So sollte es sein. Ich werde die Glocke jeden Tag erklingen lassen. Wenn ich weiter die Glocke klinge, dann... kann Luca die Vergangenheit nutzen, um stärker in die Zukunft zu gehen. Nach Bats Tod und nachdem Laker weggenommen wurde und als alles zwischen Reisha und Luca zerfiel, hat sie die Hoffnung verloren. Sie hat ihren Willen zu leben verloren und jeden Tag geweint. Sie sah glücklich von außen aus, aber in ihr tobte die Hölle. Sie hat es bereut, dass sie Laker nicht helfen konnte und dass sie mit Reisha nicht klarkam. All das führte dazu, dass sie sich selbst ablehnte und ich wurde versiegelt. Sie war wie eine lebende Leiche, die lebte, um Luca zu retten und ihre Schuld zurückzuzahlen. Sie hat sich niemals selbst verziehen. Sie hat sich nicht erlaubt, irgendwas zu tun, was sie wollte. Luca. Die Rückkehr meiner Existenz bedeutet, dass ein signifikanter Wandel in ihrem Herzen entstanden ist. Luca, ich wusste niemals, dass du so viel Schmerz im Inneren hast. Ich verstand kein einziges Ding an dir. Es tut mir leid, Luca. Lass uns ihr verzeihen. Sie hat sich in ihrer eigenen Schuld verloren. Ich werde ihr Hoffnung und Gnade für jeden Einzelnen ihrer Schuld geben. Ich brauche deine Hilfe. Ja, natürlich. Neuer Heal-Zauber, na supi. すまない。俺はルカのこと本当にちっとも分かっていなかったんだな。正直、そんな状態でこんなに深い階層まで来てしまったことが恥ずかしい。そんな状態で突き進んでも各階層のルカだって対応に困るよな。でもルカは俺のためにここまで心を開いてくれた。 さあ、始めるわよ。今から鐘を鳴らすごとに一つずつ人格が分離してくるわ。あなたはその人格を承認するの。承認？あなたはルカにとって大事な一部だって。でも、嘘はダメよ。Genau, keine Lügen, Crow. なかなか難しいな。それじゃあやめる？ そもそもこんな階層まで来て、まだそんなこと言ってるんじゃん。本当にルカに失礼よ。今までいろんなことを見てきて、そしていろんな体験をして、それでもルカのことが好きだから、今ここにいるんでしょ。本当にルカを受け入れてここにいるのなら、それぞれの人格のルカを全部承認できるはずよ。あ、そうだな。 考えたらダメよ。自分の正直な心に身を委ねて。それじゃあ行くわね。ここは私は一体。
君はキューブにされてしまった世界の私、臆病な私、クール気取って誰も心の中に入れなかった私の心と外界を疎遠にした私。君がいたから今のルカがある。君の存在はルカの心に害のあるものを排除し、ルカ自身を守る役割があった。だからありがとう、今までルカを守ってくれて。自分の世界に帰っていったのよ。さあ、どんどん行くわよ。私はいつも八方美人で、誰に対しても表面的な付き合いしかしない私。私のせいでルカの人間関係は薄っぺらいものになってしまった。君はルカを誰からも愛されるルカにしてくれた。もちろん薄っぺらい人間関係ばかりでは心は満たされないけど。夢に浮かびし、でも薄い人間関係は誰にでもある。そういった関係が人付き合いの豊かさを生むのも確かだ。君のおかげでルカは町中の誰からも愛される子になったんだよ。ありがとう。そっか、私でも少しは役に立っていたんだね。ありがとう、承認してくれて。赤き髪さえ羽根をまとい、我が身を移す。さて、次は？私は自分を小さく見ていた私。自分の発言力や影響力なんてほとんどないと思っていた私。私のせいでルカはいつも言いたいことも言えず諦めてしまっていた。そうだな。だけど君がいたからルカは人の痛みが分かる人間になれたんだ。君の存在がルカを優しくした。そうかな。でも確かにそうかも。だからこそみんなのためにミコとして使命を果たそうと思えた。ありがとう、私を承認してくれて。そろそろ結構濃いのが来るわね。私はダイバーズセラピーを利用して自分の心を偽っていた私。私は人を見下し、そして利用し、傲慢な私を生んだ。こんな私、いない方がいい。そんなことはない。君はルカの持つ才能の一つだ。ダイバーズセラピーは人の心を癒す。そのためには相手の身にならなければダメだ。ルカはそれができているから人気があるんじゃないのか。本当に相手の欲しいものを見抜く力は相手を知ろうとして初めてつく。ルカはそれだけ相手の幸せを思ってセラピーをやっていたということだと思う。でも利用してきた。そりゃ利用だってするだろう。別に神じゃないんだから。汚いところなんてない方がおかしいんだ。でもそれを分かった上でも相手に幸せを与えられるのなら、それはすごいことだと思う。そっか、そう言ってもらえると私も嬉しいよ。さて、次は本音ちゃんかな。私、ありがとう、本音を言ってくれて。君がいてくれたおかげでルカがぐっと近い存在になった。
嘘、嘘だよ。私は傷つけるだけの存在。相手に対して嫌なことを思っちゃう。俺だってそういうところはたくさんあるさ。でもそういう正直な気持ちを伝えてくれることで近づけることってあるよな。改めて自分を見直すこともできる。だから君の存在は絶対必要だ。君、本当かな。約束する。だって俺は君のことが好きだから。そっか、なんだか嬉しいな。お互い貧乏同士だからこれからの人生真っ暗闇だけど。相変わらずきついな。でもそういう本当の気持ちは俺に頑張ろうって気持ちを与えてくれるんだ。だからありがとう。こっちこそありがとう。私を承認してくれて。さて、まだあるかな。これでおしまいかな。待て、ルカの本体が。え、なに。ルカの装甲は。ルカが再生された。クロア、ルカ、来ないで、こっちに来ないで。ルカどうしたんだ。Typisches Frauenproblem. Oh, Luca! Kimochi, wakaru wa. Ano ko, hito ni sono jibun o miseru no wa tabun kore ga hajimete. Zutto ii kakko shite kita. Hito ni sukareru you ni, issho kenmei okeshou shite kita ko da mono. Anna maru hadaka na jibun o hito ni mirareru no wa, tottemo hazukashii mono nano yo.そうか。早く行って優しく包んであげなさいよ。本当の承認はこれからなんだから。あ、そうだよな。ありがとう。パラダイムシフト。おお、nach langer Zeit mal wieder.Luca, ich... Nein, das ist so peinlich. Bleib einfach, wo du bist. Oder deine Augen werden verrotten. Du wirst aufhören, mich zu mögen. Nein, ich werde nicht aufhören, dich zu mögen. Du bist gerade wunderschön. Mehr noch, als du jemals warst. Ja, richtig. Ich trage kein Make-up oder ausgefallene Klamotten. Ich bin nichts wert, ohne etwas davon. Luca, ich...Nein, sag nichts. Bleib weg. Luca. Luca. Weswegen bist du so aufgebracht? Ihr seid endlich an der Startlinie. Was? Luca hat einen Haufen Schuld und Hindernisse in ihrem Herzen. Deswegen hat sie sich nicht erlaubt, glücklich zu sein, bis sie Laker fand.Nun kann sie, nun kann sie dir endlich gegenübertreten, zum ersten Mal, nachdem sie vor all diesen, von all den Dingen befreit wurde. Verstehe. Du bist die Hauptperson im nächsten Level. Du wirst zum ersten Mal der Fokus sein. Gute Arbeit für die ganze Arbeit. Hey. Bro? Ich glaube, dass du dich wirklich sehr um Luca sorgst.Das ist der 8. Level und du warst immer ein Nebencharakter in der Geschichte. Aber du hast immer Luca von der Seite aus angefeuert. Das ist etwas, das nicht jeder tun kann.
Es wird schon okay werden. Du bist die einzige Person, die sie halten kann. Ich verstehe. Und dennoch weiß ich nicht, was ich für sie tun kann. Aber ich werde tun, was auch immer es braucht. Das reicht. Und danke für alles. Nicht nur wegen Luca, aber auch, dass du mich gerettet hast. Ja, ich bin froh. Nur noch ein weiteres Level. Viel Glück für den Rest. Ja. Wir haben jetzt also Luca nackt gemacht. Jetzt zerstört und jetzt wieder ganz Mann. Das ist typisch Mann. Wir gehen jetzt mal zu Milky Forest. Tut mir leid, Crow. Ich möchte einen Teil von meiner Mutter mitnehmen. Kannst du ein Stück warten? Ja, klar, kein Problem. Danke. Haarnadel. Ich werde Mutters Haarnadel nehmen. Okay. Ist es in Ordnung, dass ich dich jetzt Laker nenne? Nur zu, Schwester. Laker. Danke, für dass du mit mir gekommen bist. Ich bin froh, dass ich in der Lage war, ein Erinnerungsstück von Mutter zu bekommen, bevor es fällt. Es ist okay. Eigentlich wollte ich auch herkommen. Ich bin froh, dass du ehrlich bist. Danke. Dann sind wir jetzt ebenbürtig. Ja, sieh, nehm mich an. Ich bin froh, dass ich in der Lage war, heute herzukommen. Es gibt da etwas, das ich dir geben wollte. Mir? Hier, das. Das ist ein Anhänger. Ja, ein Sonnenanhänger. Ich dachte, er könnte dir stehen. Warum hast du den mitgebracht? Nun, Leika. Alles Gute zum Geburtstag. Ha? Heute ist mein... Ja, ich habe letztes Mal Mama im Geheimen gefragt. Die Geburtstagszeremonie, der Geburtszeremonientag ist eigentlich mein Geburtstag. Lady Cloche wurde an diesem Tag geboren. Da es in den Aufnahmen steht, konnten sie es nicht ändern. Ich verstehe. Also ist dein wahrer Geburtstag heute. Und wir sind jetzt die Einzigen, die das wissen. Schwester, danke. Ich werde ihn für immer aufbewahren. Oh ja, ich muss dir auch etwas geben. Ich wollte es dir geben, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Aber hier, das ist der Mondanhänger von meinem Geburtstag. Ich hasse dich. Du meinst, du hast ihn aufgehoben und die ganze Zeit aufbewahrt? Ja, das stimmt. Laker, es tut mir so leid. Du musst wirklich verletzt gewesen sein. Du konntest dich kaum zusammenreißen, aber ich... Es ist okay. Es war unsere beider Schuld. Aber... Schwester? Siehst du?
Nun passen wir zueinander. Aha. Deine Halskette, der Mond und die Sonne. Wir passen zusammen. Oh, du hast recht. Ich bin Cloche. Du bist Luca. Aber die wahren, wertvollen Namen, die wir von unserer Mutter erhalten haben. Ich bin Leica. Von unserer Mutter erhalten haben? Hm? Ich bin Leica. Du bist Cloche. Als Trulyville-Familie sind wir Leica. Da bist du Leica und ich Luca. Eine wertvolle Familie. Schwestern. Und als Maiden bin ich Cloche. Und ich bin auch Cloche. Ich bin du. Du bist ich. Es ist so seltsam. Wirklich. Mom? Siehst du uns zu? Uns geht es hier gut. Wir streiten manchmal noch, aber wir denken immer noch aneinander. Wir sind einander wertvolle Schwestern. Also kannst du in Frieden ruhen und uns weiter beobachten, Mom. Uiuiui. Heißt das jetzt, ich kann den beiden diese Anhänger ausrüsten? Ich dachte, ich hab den jetzt als... Hier ist das Grab. Ich habe mir schon wieder meine Teamaufstellung zerborsten. Iskat. Mamotte miseru. Warum stehen hier auf einmal diese... Was ist jetzt aufgestellt? Als Zeichen für Vorsicht, wir lassen hier alles mal fallen. Ich spüre Wind, der unter diesem Monument weht. Glaubst du, wir können den vielleicht bewegen? Wie ärgerlich. Lasst uns das Ding einfach zerbrechen. Warte, Chagli! Oh oh, lauft! Beautiful. Hit woman. Nun, sie hat es wieder getan. Es ist das dritte Mal. Es sind nur dreimal. Hört auf, euch zu beschweren. Was für ein wählerischer Mann du doch immer bist. Siehst du, da ist ein Loch. Also, wenn wir gehen, lass uns gehen.
Hm? Oh, das Telemon. Hey, es ist schon. Ich bin jetzt bei Fredia. Wir werden in Kürze vorbeikommen. Aber wo seid ihr? Tut mir leid, wir sind noch im Mikri Forest. Sollen wir zuerst zum Conductor Activator gehen? Ja, übrigens, weißt ihr, wie er da hinkommt? Es sollte im Süden sein von dort, wo ihr gerade seid. Da gibt es einen Eingang am Ende von Cloud's Wharf. Von da an klettert einfach runter. Okay, wir gehen dort mal hin. Wenn da gerade ein Loch ist... Ist jetzt ein geheimer Schatz? Okay. Dann war das wohl ein geheimer Schatz. Fergli, hast du einen Moment? Tippsacker. Du bist jeden Tag hier, oder? Hast du denn nichts anderes zu tun? Nein. Kannst du bitte mich warnen, bevor du deine Magie benutzt? Was? Warum sollte ich das tun? Hey, hörst du mir überhaupt zu? Hab ich dir das nicht schon mal gesagt? Ich meine... du machst deine Arbeit, indem du Dinge zerstörst, aber... Du könntest auch mehr Feinde aufmerksam machen. Dann werde ich sie alle zerstören. Also willst du mir sagen, dass ich die Verantwortung übernehmen soll, wenn ich Magie benutze? Nun, nicht das. Ich glaube nicht, dass sie versteht, was das Wichtigste ist. Dagegen, wenn ich reinkomme. Willkommen zurück. Hast du Hunger? Oder willst du dich ausruhen? Oh, ich verhalte mich wie ein Narr. Hey, wegen dem Paradigmenschiff, den du letztes Mal hattest. Was? Oh, nun. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber... Nein, ich meine, sprich nicht darüber vor mir. Was stimmt mit dir nicht? Du verhältst dich seltsam. Das ist, weil... Ich bin so verlegen... Ich habe das Gefühl, als wenn ich nackt vor dir stehe. Was? Was hast du gerade gesagt? Nein, ich meine, nackt bedeutet nicht, dass ich körperlich nackt bin, aber mental. Was sag ich da? Das reicht, okay? Ich ertrage das nicht mehr. Mein Gesicht wird ganz warm. Ach, sie hat nur 9 Level? Früher gab es mal 10. Naja, gut. Das war's jetzt erstmal für heute, für diese Aufnahme. Wir nähern uns langsam Stück für Stück dem Grande Finale. Wir werden jetzt noch ein bisschen Dinge tun. Ich denke, wir werden jetzt das nächste Mal dann wirklich direkt zum Cloud's Wharf gehen, um da runter zu gehen. Und werden, ja, soll ich sagen, Dinge tun.
werden uns mit Freya treffen. Ich weiß, dass es noch einen Part geben wird, wo wir in Freyas Kosmos 4 tauchen können. Lass uns einfach überraschen, was jetzt noch kommt, weil das ist jetzt so ziemlich der Part, wo ich selber keinen blassen Schimmer mehr habe, weil so weit bin ich nie gekommen. Okay, auf jeden Fall war wieder schön für euch, ein paar Aufnahmen gemacht zu haben. Ich werde das Ganze jetzt schneiden, hochladen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.